Hallo zusammen, ich möchte mit euch die Gleichung 1 Achtel mal x hoch minus 3 ist gleich 8 lösen. Zunächst einmal können wir die Gleichung mit 8 multiplizieren. 8 mal 1 Achtel, das ergibt dann 1. Das heißt, auf der linken Seite bleibt dann nur noch x hoch minus 3. Und dann die rechte Seite, 8 mal 8, das ergibt 64. Jetzt haben wir auf der linken Seite eine Potenz mit einem negativen Exponenten und wir wollen zunächst einmal diese Potenz so umwandeln, dass wir einen positiven Exponenten haben. Und dafür gibt es ein Potenzgesetz und zwar a hoch minus n ist gleich 1 durch a hoch n. Und damit können wir die linke Seite umwandeln, umformen zu 1 durch x hoch 3. Ist gleich 64 und 64 können wir auch schreiben als 64 Eintel. Wenn wir jetzt nach x auflösen wollen, dann bilden wir den Kehrwert dieser Gleichung. Das heißt, wir müssen den Kehrwert auf der linken Seite bilden. Zähler und Nenner wird vertauscht. Wir erhalten dann x hoch 3 Eintel oder eben x hoch 3 ist gleich. Und wenn wir auf der rechten Seite den Kehrwert bilden, Zähler und Nenner vertauschen, dann erhalten wir ein 64. Und da wir jetzt x erhalten wollen und wir hier x hoch 3 haben, müssen wir als nächstes die dritte Wurzel ziehen. Denn die dritte Wurzel aus x hoch 3 ergibt x. So müssen wir dann auch die dritte Wurzel aus der rechten Seite ziehen, also dritte Wurzel aus 1/64. Und damit erhalten wir unser gesuchtes x. Wir ziehen also die dritte Wurzel aus 1, das ergibt 1, und die dritte Wurzel aus 64. Welche Zahl dreimal mit sich selbst multipliziert, ergibt 64, und das ist die 4. Und damit ist unser gesuchtes Ergebnis x gleich 1/4. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.